Francisco. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Menschen in Somalia stehen vor einer humanitären Katastrophe. 6,2 Millionen Menschen hungern, davon allein 300.000 Kinder. Wenn nicht schnell Hilfe ankommt, werden tausende Menschen sterben. Mit diesen Worten hat Ihre Kollegin von der Linken gestern die Situation in Somalia beschrieben. Und ja, die Menschen am Horn von Afrika leiden, und sie brauchen unsere Hilfe. Aber damit diese Hilfe ankommen kann, brauchen wir die Operation Atalanta, um die Schiffe des Welternährungsprogramms zu schützen. Und dieser maritime Einsatz hat es geschafft, die Piraten am Horn von Afrika zurückzudrängen. In der Hochphase 2011 gab es rund 250 Piratenangriffe. 30 Schiffe und 900 Menschen waren in der Gewalt von Piraten. Und die Schiffe des Welternährungsprogramms wurden zu dieser Zeit mehrmals wöchentlich angegriffen. Frau Obermeier, lassen Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten neu zu. Ja, bitte. Geschätzte Kollegin Obermeier, wir reden ja auch gerade wieder von Symptombekämpfung, World Food Programm etc. etc. Aber es geht auch darum, dass das Land, dass die Gesellschaft in Somalia zumindest mittel- und langfristig auf eigenen Beinen stehen kann. Ich habe gerade es angesprochen, der Kollege Trittin auch. Warum wird Atalanta nicht in die Lage versetzt, die Raubfischerei im Hoheitsgebiet des somalischen Küstenmeeres gewissermaßen zu unterbinden? Warum duldet man das? Warum schaut man zu? Haben Sie da eine Begründung? Herr Kollege Neu? Es geht bei Atalanta oder bei den Problemen in Somalia nicht allein nur um die Raubfischerei. Die Ursachen liegen tiefer, und die Bundesregierung geht dem in einem vernetzten Ansatz mit Maßnahmen zur Polizei, zum Aufbau staatlicher Strukturen und zur Stärkung der eigenen Sicherheitsstrukturen in Somalia vor. Und darauf gehe ich später in meiner Rede auch noch ein. Seit fast 5 Jahren gab es keine Piratenangriffe mehr in der Region. Und nur so erreichen die Lieferungen des Welternährungsprogramms auch ihr Ziel, nämlich die notleidende Bevölkerung von Somalia. Freie und sichere Seewege sind wichtig für die humanitäre Hilfe und auch für den internationalen Handel. Allerdings wurden vor gut 2 Wochen erstmals wieder ein Schiff von somalischen Piraten gekapert. Und das zeigt, sobald die internationale Gemeinschaft hier nachlässt, schlagen die Piraten wieder zu. Deshalb brauchen wir die Mission auch in Zukunft, und deshalb braucht es auch weiterhin die Unterstützung der Bundeswehr. Seit 2008 beteiligt sich die Bundeswehr mit Schiffen, Booten und Flugzeugen, aktuell mit einem Seeaufklärungsflugzeug. Ebenso wichtig ist uns aber auch, Herr Neu, der Aufbau Somalias. Derzeit setzt Deutschland hierfür in der Entwicklungszusammenarbeit Mittel in Höhe von über 100 Millionen Euro ein. Deutschland ist damit der 4. größte internationale Geldgeber. Und diese Hilfe ist aufgrund der Dürre und der drohenden Hungersnot auch dringend notwendig. Denn die Dürre bedroht auch die möglichen politischen Fortschritte nach der Wahl in diesem Februar. Der neue Präsident Farmaajo gilt als relativ unabhängiger Kandidat, und er hat der Korruption den Kampf angesagt. Das ist ein Hoffnungsschimmer. Aber neben der dringend notwendigen Versorgung der Bevölkerung liegen weitere Mammutaufgaben vor ihm, insbesondere beim Aufbau staatlicher Strukturen und starker Sicherheitskräfte. Und auch hier unterstützen die internationale Gemeinschaft und Deutschland Somalia. Deutschland stellt derzeit bis zu 5 Polizisten, darunter den Leiter der Polizeikomponenten in der politischen Unterstützungsmission UNSOM. Auch beteiligen wir uns an EUTM Somalia, die ja mehr als eine reine Ausbildungsmission ist,
sondern auch die somalischen Behörden unterstützt bei der Errichtung starker staatlicher Strukturen. Und im Rahmen von EUCAP Somalia bilden wir Küstenschutzkräfte für den Aufbau einer somalischen Küstenwache aus. Und das ist natürlich besonders wichtig, damit die Somalier selbst gegen Piraten und auch gegen illegale Fischerei in ihren Hoheitsgebieten vorgehen können. Und es ist ein Fortschritt, meine Damen und Herren, dass die somalische maritime Polizeieinheit so seit kurzem in der Bucht von Mogadischu patrouilliert. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Deutschland verfolgt in Somalia einen umfassenden Ansatz, der sowohl sicherheitspolitische als auch entwicklungspolitische Instrumente miteinander vernetzt. Und auch wenn auf EU-Ebene eine Strategie erarbeitet wird, wie die Antipirateriemission eines Tages beendet werden kann, ist auch klar, dass wir hier einen langen Atem brauchen werden, um eines der ärmsten Länder der Welt, Somalia, nachhaltig zu stabilisieren. Und deshalb unterstützen wir diese erfolgreiche maritime Mission Atalanta auch weiterhin. Vielen Dank. Damit schließe ich die Aussprache.